Aber noch ist ja nicht so weit. Noch haben wir hier Part 1 und Part 2. Und 4 habe ich schon gar nicht mehr gespielt. 4, 5 und so weiter habe ich doch gar nicht erst. Ich weiß gar nicht. Da war dann für ein Spielen her so, hat mir, glaube ich, entweder das bin ich. Oh, Alter, was gab. Puh. Gut, dass Harry Potter so trainiert ist. Das kommt gar nicht so rüber in den Büchern und in den Spielen, in den Filmen, aber. Der ist echt Muskelman. Weg ist er. So, wir könnten. Wir gehen natürlich nicht den offensichtlichen Weg, sondern wir gehen den hier. Hep. Oh. Eine Kiste. Hallo, Mora. Und das war wirklich manchmal RL auch sehr nützlich. Vor allem diese ganze Zauberei irgendwie. Das würde einem vieles ersparen, besonders dieses, wie das im Film bei den Weasleys, wo sich der Abwasch dann von selber macht. Das wäre super gönn, das wäre echt super nützlich. Okay. So, dann kommen wir jetzt da lang. Jetzt kommen wir wieder den richtigen Weg hin. Oder auch nicht. Das war eine Abkürzung. Nee. Dann will ich wieder zurück. Dann will ich wieder zurück. Ich hoffe, das geht. Nein! Der ist runtergehüpft! Aha, so ein Mist. Dann nehmen wir jetzt mal diesmal den anderen Weg. Weil wir wissen jetzt, was der andere macht. Da kommen wir wieder zu. Uah. Da kommen wir wieder zu Hagrid. Ah, 18 Stück haben wir. Das müsste doch langsam auch reichen eigentlich für so ein Drachenei. Mal wieder zurück. Huch. Diesmal sind wir besser rübergekommen. Oh, wir müssen warten, bis das Rote weggeht. Und geradeaus gehen wir weiter. Weil bei dem anderen wissen wir ja, da kommen wir auf jeden Fall zu Hagrid. Ach. Okay. Das heißt, der andere war schon der andere Gang. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Es gibt auch noch ein Spiel, was ich habe. Das habe ich auch auf Steam. Das habe ich auch super viel gesuchtet. Da gucken wir mal, ob ich das auch spielen, ob ich das irgendwie aufnehmen kann. Also die ganzen alten, ich glaube, ich mache das jetzt immer mit den ganzen alten Spielen. Also wir gehen jetzt diesen Weg hier. Um hier die ganzen Bohnen und so mitzukriegen. Ach.
Wenn hier noch Wohnen waren. Ah doch, da ist noch die Kiste. So, dann geht's hier rein, raus meine ich, und dann gehen wir da, warte, hier kommen wir, wäre nämlich der normale Gang gewesen. Habe ich nicht mitgekriegt. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Und da sind wir schon bei Hagrid. Auf der anderen Seite. Nicht wahr? Ja doch, auf der anderen Seite. Wo wir nicht reingekommen sind zuerst. Hey Hagrid, ich hab dir was mitgebracht. Gut gemacht, Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Hier, eine Bildkarte für dich. Ist aus meiner eigenen Sammlung. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße an. Ist das Salazar? Nee, Salazar ist das nicht. Das ist irgendein Dieb oder sowas, sieht das aus. Schurkendieb. Wir gucken natürlich direkt rein. Wer ist er denn? Das kennen wir schon. Da. Ach doch, das ist doch Salazar. Salazar Slytherin, Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts, nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Achso, okay. Ja, wir haben Slytherin fast eingeholt. Sehr gut. Noch 10 Punkte. Huch. Leg sie ins Feuer, Harry. Du hast es geschafft, Harry! Es schlüpft! Ist er nicht wunderhübsch? Wird ihn Norbert nennen. Ein norwegischer Staffelbuckel. Danke. Komm schon, mein Schöner! Bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Auf geht es. Huch. In irgendeinem Harry Potter Spiel habe ich auch das geliebt, das, oh, die Wälder verdecken das, das ist ein bisschen komisch. Wollen wir mal den Sieg holen. Oh. Und sie fliegen los. Lasst uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Da ist der Schnatz. Ja, los, wir schaffen's. Huch. Da kommt der Super von Gryffindor. Oh. Ja. Ich sehe nicht mehr. Wo ist er? Da oben. Gut abgeblockt. Entweder von Fred oder George Weasley. Kann ich genau sagen, welcher von beiden es war. Oh, was macht er denn jetzt? Potter, gib jetzt nicht auf! Wo ist er? Wo ist der Schnatz? Oh, da hinten. Potter, hast du den Schnatz gesehen? Nee, gar nicht. Ich sehe gar nichts hier. Das ist ein bisschen komisch.
Oh, fuck. Ich sehe gar nichts hier. Oh, oh, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich lasse das mit dem Speed mal ein bisschen. Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los, Harry Potter! Wir müssen dahinter bleiben, glaube ich. Potter gewinnt! Harry Potter kommt dem Schnatz immer näher! Seht euch nur Potter an! Zeig uns, was du drauf hast! Ja! Ja, ist nicht so einfach. Oh, das ist echt schwierig. Es ist der helle Wahnsinn. Beeindruckendes Talent. Hä? Was musste ich denn da jetzt machen? Jetzt habe ich ihn. Ich habe keine Ahnung, was ich habe einfach eine Taste gedrückt. Yay! Ist ein bisschen hakelig. Ist ein bisschen hakelig, die Steuerung. Aber am Ende zählt nur der Sieg über Slytherin. So wie es sein soll. Harry Potter, der jüngste Sucher in der Geschichte von Hogwarts, gewann das Quidditch-Spiel. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Harry. Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör's dir selbst an. Da ist es wieder. Die Frau verführt uns zu verbotenen Sachen. Es hat damals angefangen mit dem Apfel. Und jetzt in Harry Potter auch weiter. Vielleicht ist das sogar Absicht. Also von der Rowling. Aber eigentlich ist er Harry der Typ, ne? Und hier in dem Spiel ist es Hermine, die... Moment. Ne, kann es noch nichts wieder geben. Der hat noch nichts. Oder immer noch nichts. So, jetzt sind wir hier, ne? Ist das die verbotene Tür? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Wo kommen die denn her? Könnte man so sagen. Wir folgen Fred und George einfach mal. Die sind da durchgegangen. Hä, wo sind wir denn hier gelandet? Eine Bibliothek? Scheint irgendeine Bibel. Ah, jetzt sind wir hier an der Seite auch noch. Da ist ein Buch zum Speichern. Das nutze ich gleich. Nimm dich vor den Venemosa Tentaculas im Gewächshaus in Acht. Sie sollen ziemlich gefährlich sein. Tut mir leid, aber ich spreche nicht mit Erstklässlern. Oh, die feine Dame. Wir sind in der Bibliothek gelandet, auf jeden Fall. Aber wo sind Fred und George hin? Huch! Ey, das sind voll geil mit den Geheimgängen. Wo sind bloß Fred und George hin? Die haben doch bestimmt eine Bildkarte nochmal für uns. Du bist ziemlich hartnäckig, stimmt's? Ich habe heute einen Flipendo-Zauber auf die Drachenstatue im Garten angewendet und dabei einen geheimen Hof entdeckt.
gut, dass die uns so Tipps geben. Ach, da oben gibt es zum dritten Stock vielleicht? Okay, ein Geheimnis wird mir gelüftet. Okay, jetzt aber noch weiter. Eigentlich wollte ich ja speichern. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Hier müsste noch einer sein. Oh, zwei sogar. Das hat sich schon gelohnt. Okay. Gehen wir zurück. Dann speichern wir. Und dann mache ich Schluss für heute. So, geht's weiter. Geheimtür. Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ich würde ganz gerne. Du hast ja wirklich eine blitzförmige Narbe auf deiner Stirn. Ja. Also. Das war's für mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich muss einen Einblick erhalten in die alten Spiele, was ich so ganz früher gespielt habe. Und es macht immer noch voll viel Spaß. Es macht Spaß. Und es ist schön, die Spiele nochmal zu spielen, weil man merkt jetzt echt, wie viel man vergessen hat über die 19 Jahre. Nee, gar nicht 17. 2001, 17 Jahre, wenn man das nicht mehr gespielt hat. Das ist 16. Lass mal sagen, dass ich ein Jahr damit gespielt habe. 16 Jahre, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Einiges vergessen. Aber es läuft. Es läuft doch ganz gut. Und ich bin echt froh, dass ich es geschafft habe, das zum Laufen zu kriegen. Das haben mir schon ein paar Leute gesagt. Ah, das hat bei uns nicht funktioniert. Das haben wir nicht hingekriegt. Aber 3 Jahre Informatikausbildung münden jetzt in dieses Ergebnis. Dafür habe ich das gemacht. Dafür habe ich die Ausbildung gemacht. Und es funktioniert. So. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video bei Harry Potter. Und lassen uns dann weiter verzaubern von der wundervollen Welt. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter, würde ich fast sagen. Aber heute ist schönes Wetter, tatsächlich. Genießt das Wetter. Schlechtes Wetter gibt es ja gar nicht. Sagt man so schön. Und wenn es regnet, legt euch einfach auf den Sofa. Schaltet alles aus, lasst den Regen, hört den Regen zu und schlagt dabei nochmal die alten Harry Potter Bücher auf und lest und lasst euch nochmal hineinsaugen in diese Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.